Seepferdchen. Ich denke, dass wir größtenteils zu einer Geschlechtsidentität gezwungen werden, sagte die Gender-Theoretikerin Judith Butler. Es kann gut sein, dass es immer schwieriger wird, die exakte Trennlinie zwischen männlich und weiblich zu ziehen. Ob sie dabei an die Seepferdchen dachte? Bei diesen pferdeköpfigen kleinen Fischen ist die Trennlinie in der Tat kaum zu ziehen. Beim Liebesspiel spritzen Weibchen ihre Eier mit Hilfe einer penisähnlichen Legeröhre in die männliche Bauchtasche. Nach circa 10 bis 12 Tagen pressen die Männchen ihre geschlüpften Nachkommen unter wehenartigen Krämpfen ans Licht der Welt. Seepferdchen-Männchen tragen die Eier aber nicht nur durch die Gegend, wie es menschliche Väter mit ihren Babys im Tragetuch tun. Ihr Job geht über das reine Ausbrüten hinaus und entspricht einer echten Schwangerschaft. Gesteuert wird dieser Vorgang mit dem Hormon Prolaktin, das auch bei Frauen die Milchproduktion stimuliert. Seepferdchen sind mit dieser einzigartigen Fortpflanzungsmethode voll auf der Höhe des Gender-Diskurses. Aber sie haben noch mehr zu bieten. Wie die singenden Buckelwale erbringen die Seepferdchen auch kulturelle Leistungen. Ihre Talente liegen in den Bereichen Tanz und Farbdesign. Chamäleongleich können sie ihre Farbe wechseln. Je nach Stimmungslage oder Tarnabsicht präsentieren sie sich in Rot, Beige, Grün, Grau und sogar Neongelb. Einfarbig oder getupft. Verliebte Paare fassen sich bei den Schwanzspitzen und vollführen schwebend anmutige Reigen, die zum romantischsten gehören, was das Tierreich zu bieten hat. Dabei drehen sie gemeinsam Pirouetten im Seegras oder wirbeln in harmonischer Zweisamkeit über den Meeresgrund. Nach diesem Synchronschwimmen beginnt das Weibchen den Balztanz, auf dessen Höhepunkt sie ihm ca. 200 Eier in die Öffnung seiner Brutkammer appliziert.